wichtigsten Straßen. Dass du halt siehst, sollte da irgendwie, keine Ahnung, so eine Ork-Patrouille kommen. Gut, es gibt jetzt keine Orks da mehr. Ja, wir haben es eigentlich tatsächlich jetzt geschafft. Der Westen ist befriedet, bis auf die Zwerge und die Free Peoples, die meinen, sie müssen sich untereinander bekriegen. Ich werde den Zwergen hier alles wegnehmen. Na, ich glaube, das macht er schon. Oh, grüß dich. My Lord. Kannst du mit ihm mal Map-Informations austauschen? Hey, Zwerg. Ferien. Gif Region. Alter, fuck. Pit Caranta. Und, warte. Und deins Holz. Genau. Kram hätte ich eigentlich auch gerne, aber das würde er mir auf keinen Fall geben. Ich glaube auch. Na klar. Das ist es wert. Make a counter offer. Ich gebe dir... Warte. Für 3 Runden... 7 Gold. Er geht schon runter. Ja. Aber trotzdem, trotzdem ist das nicht wert für Pit Geranter. Ein guter Feilscher, wie ich bin. 8-9 Gold für 3 Runden. Ja, man muss, wenn man zu wenig hochgeht, dann ist er irgendwann angepisst. Okay. Dann... Accept or we will attack. Ja, absolut. Wo ist denn das? Nee, du musst erst ein Offer machen und dann kannst du das machen. Achso, okay. Dann schau mal. Gutmütig wie ich bin. Jetzt bin ich echt monstermäßig hochgegangen. Den kannst du immer noch nicht auswählen. Okay. Los! Okay, dann halt nicht. Is there no offer you will accept? Doch, ich hab dir 3 Angebote genannt. Eins besser als das andere. Du musst lernen, besser zuzuhören, Zwerg. Naja, so viel Haare, wie der über den Ohren hatte, glaube ich, hat er nicht so viel gehört. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bin halt echt am Überlegen, ob ich dem den Krieg erklären soll, weil der mich echt ein bisschen anpinkelt, aber... Eigentlich ist es das nicht wert. Oh, da. Jetzt habe ich echt viel Kohle. Ja, das stimmt. Ja, durch Moria halt. Moria verdient halt sau viel. Ich glaube, ich muss mal wirklich in allen Städten anfangen, so große Armeegebäude zu basteln. Ah, Dismounted Royal Guard. Und Arrowed Lancers. Zeig mal, was die können. Can make shield wall, excellent moral, good stamina. Can do shield trom. So prickeln sind die ja jetzt eigentlich nicht, aber... Naja. Haben auf jeden Fall viel Defense. Ja. Sind gute defensive Kämpfer. Also ja, die erfüllen schon den Zweck. Finde ich geil. Ja. Die finde ich geil. Naja, sie sind nicht viel besser, kosten aber... Charge Bonus 10 ist halt pervers. Ja. Na gut, die haben auch 9. 9, aber... Mehr ist eben dann doch mehr. Sogar die Scouts haben Charge Bonus 6. Süß. Na, ist eigentlich nicht schlecht. Dann denke ich die Armee hier ausheben und sie zur Verstärkung. Ich könnte damit das schwarze Tor angreifen. Gib ihm viel Spaß. Ja, ich muss doch diese Armeen hier irgendwann mal zerstören. Oh. Der Nizza aus Harad. Ach was, aber ich meine, wie ist der da hingekommen? Die können pro Runde pervers weit laufen, schau. So krank einfach nur. Wie bin ich hierher gekommen? Das ist allerdings eine ernstzunehmende Armee hier. Arranged Orc Looters. Haha. My Lord. Orders. Ja, ich will, dass die schnell
by your command. Squeak as possible. To weeks, my lord. As you wish. We'll make camp. Die anderen stehen immer noch darum. Ich habe das jetzt zwar nicht ganz genau gelesen, kannst du ja vielleicht beim nächsten Recruitment Report, wenn du mal wieder so Riddermark X-Men machst, aber ich glaube gelesen zu haben, dass du die nur in deinen Startprovinzen ausbilden kannst. Requires a native province, ja. Cool. Nicht so cool, aber... aber trotzdem irgendwie cool. Aber irgendwie dann doch ein bisschen cool, ja. Super. Na gut, also wenn das alles in Dol Guldur angekommen ist. Ja, dann sollte auch der komische Invasionstyp da kein Problem mehr sein. Ja, genau. Bleibt genau mit den Füßen stehen im Wasser. Ja, er wollte sich die Füße abkühlen an dem heißen Tag. Kann man doch mal machen. Warum kann ich denn mit denen keinen Waffenstillstand machen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht geht es nicht, solange sie auf dem Kreuzzug sind. Also. Become a vessel? Immerhin firmly rejected. Something with my people in mind this time? We won't be agreeing. This bodes poorly for our future. Approaching their dignitary. Approaching their dignitary. Ja, das hier sitzt doch ein bisschen nervig. Vielleicht will er auch einfach nur den Ring snacken. Ja. Kann natürlich sein. Wieder nicht weitergeschickt. Haha. Rüstungen. Rüstungen für die Dummen, für die Blinden. Orders. Your will, my lord. Oh, so. Der lebende Wachturm wurde weggeschickt. Tja. Oh Mann, hey, ich hab lauter eigentlich so Scheißkäfer, weißt du? Ja. Und weil es auch noch ein Wooden Castle ist, wächst. Na wobei. Na, es geht eigentlich. Aber ich habe immerhin Kehren Amroth und die Elben schon fast draus vertrieben. Und es wächst überhaupt nicht. Das stimmt, du hast recht. Sollte ich es mal wachsen lassen. Oder einen General hinschicken. Habe ich irgendwo noch einen überschüssigen? Jetzt außer in Malgalat. Ich glaube, ich habe überall sonst nur einen drin hocken. Ja, fuck you. Dann machst du mal kurz Steuerung S, dass wir wieder den Safe drin haben. So. Nein. Hey, sie werden eh in ihrem Schlachtfeld ankommen, aber egal. Ends, hallo. Ah, financial. Ich hole auf. Kundmetor. Oha. Yes, my lord. Der bekommt es einfach jetzt alles wieder. Und er behält's. Ist ja sehr geil. Lord, my lord. Ja. Muss man sich für zukünftig... Also wenn ihr gerade ein Spiel habt, einfach euer Zeug vom Elrond alles ihm wecken. Oder vielleicht allgemein von den Fraktionsleitern. Weiß jetzt nicht, ob das nur beim Elrond so ist. Einfach ihm alles wegnehmen und ja, jetzt warte erstmal, es hat sich ja jetzt noch nicht bewahrheitet. Vielleicht hat er es auch nur durch Zufall bekommen. Also jetzt lass mal die Kirche im Dorf, Ralf. Ah, die haben es eingenommen. Sie haben Pit Caranta eingenommen von den Zwergen, die Free Peoples. Ja. Yes, my lord. Kannst du mal mit ihnen verhandeln und mal Map Informations austauschen? It is good to see you, my friend. How can we help? Balance. No, we cannot agree to this now. Oh, Mann. Aha. Sie wollen dir 50 Gold dafür zahlen, dass du ihnen deine ganzen Karteninformationen... Ja, mach halt irgendwie, keine Ahnung, biet ihm halt 500 oder so an, dann gibt er wenigstens Ruhe. Ja. Was ist das Geld jetzt? Aber dass wir einfach mal wissen, wie die gerade aufgestellt sind. Ja, interessiert mich auch. Ja, scheiß drauf. I do not believe I'm able to accept this. Alter. Another proposition for us then? Gibst du mal für zwei Runden 500? I am not quite able to accept this. Was habt ihr gegen mich? Vor allem, sie sind bankrupt. Sie sollten doch um jedes Geld froh sein. Ja. So, ich gebe dir jetzt für 5 Runden jede Runde 200. Was sagst du dazu? No, we can't. There is something else you wish to propose. Ich glaube, die wollen es einfach nicht.
Let's not take this any further until we meet again. Arschkopf. Das ist halt echt total dämlich, weil er hätte das Geld halt jetzt verdammt gut brauchen können. Ja. Oh, mir fällt gerade auf, ich darf die Zwerge auf keinen Fall angreifen. Weil die Dörfer hier werden da sauber aufgeschmissen. Ich würde lachen, wenn sie das im Krieg erklären. Das fände ich nicht so besonders witzig. Du hast momentan keinen Feind, also von daher ist es Zeit für eine neue Herausforderung. Auch wieder wahr. Angriff. Krieg. Making camp here. Oh. Ring Kavornon. Yes, my lord. With honor. Hallo. Darf ich ihn angreifen? Ja, greif ihn an. Ich glaube eh nicht, dass meine Verstärkung dabei ist. Na, dann greife ich ihn lieber nicht an. Vor allem, der hat schon wieder so einen 6-Sterne-General da rumgurken, der Arsch, echt. Ja. Hm, wieso nicht? Ah, wobei, nee. Ich frage mich echt... Woher die sich immer diese ganzen 6-Sterne-Generäle zwirbeln, hä? Ich schalte erstmal in. Ja, das ist echt ein schweres Rätsel. Dort gehe ich auf die Elder. Finde ich bei Shogun deutlich besser. Da startet einfach mal jeder General mit einem Stern und du musst ihn halt leveln wie halt einen Rollenspielhelden. Ja. Finde ich deutlich geiler gemacht. Wie gesagt, so allmählich, also vorher war ich eigentlich eher der Auffassung, ich bin mehr so der Fan von den älteren Teilen, so Medieval und so. Aber mittlerweile muss ich sagen, die Neuerungen, die es in Total War gegeben hat, die taugen mir eigentlich doch schon mehr als wie diese alte Spielweise. Ja, ja. Ja, sind auf jeden Fall einige coole Sachen drin. Vor allem sind einfach die Kämpfe viel besser jetzt. Also die sind einfach deutlich, also du kannst einfach deutlich mehr machen. Ja. Muss man einfach so sagen. Hier schickst du einfach deine Armeen aufeinander und schaust, welcher am Ende siegreich hervorgeht. Ja gut, ein paar Manöver. Also gut, Third Age muss man davon jetzt ausnehmen, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Aber bei Medieval ist es ja irgendwann mal so, dass du so, keine Ahnung, nach Runde 20 oder so hast du schon 50.000 Gold, wenn du nicht allzu blöd dich verhältst. Ja. Und dann kannst du euch die besten Truppen rekrutieren, schickst sie auf den Gegner, der am Anfang größtenteils mit Milizeinheiten kämpft. Ja. Da habe ich... Hä? Ah, da. Scheiße. Dann, Kannst du noch fortbilden in dem Lateris? Ja, wobei ich es glaube ich gerade noch nicht kann. Nee. Genau. Dauert noch ein bisschen. Tja mal. Zack. Ja, da kann man nichts machen. So ist es. Hier ist richtig. da halte ich mal kurz den Atem an, wenn eine Fraktion so lang ausgewählt ist. End Reinforcements. Schick sie zu den Zwergen. Krieg. Ich versuche sie da so. Die werden nie im Leben ankommen. Natürlich nicht. Aber egal. My lord. Übertreibt es aber auch nicht mit seinen Diplomaten hier, ne? Ja. So, wir sitzen in Henneth Anun drin. Dear friends, what can we do for you today? So, wie sieht's aus, Leute? I am not quite very well. Jetzt fangen die auch mit der Scheiße an, hä? No, we cannot agree to this now. It was a fair deal. Another proposition for us then? Tarnim die Hornburg. I do not believe I may. Good day to you. Leck mich doch ernsthaft, ey. Tja, ich rede mit dem anderen. Der ist mir zu dumm. Their dignitary. Da, Captain Kandir. Yes, my lord. Beziehungsweise nicht zu dumm, sondern zu clever. Ralf, bist du gestorben? Arschkopf. Also ich fand's witzig. Ah, Dismounted Royal Guard. Alter.
natürlich viel Bogenschützen halt. Ja, jetzt können wir noch gut ausbilden. Noch hier so und so und so und so und so und dann passt es. Ja. Und dann schicke ich die aufs Schwarze Tor. Wobei gegen das Schwarze Tor kann ich eigentlich nicht so viel Kavallerie gebrauchen. Ich mach das anders. So. Dann kannst du noch die Royal Guard trotzdem mitnehmen, weil du so oder so drei Runden brauchst und dann, ob du dir eine Einheit mehr oder weniger rekrutierst, ist auch schon wurscht. Na gut, ich fasse die jetzt hier mal zusammen. Hat sich der Harad drin, der hat sich jetzt auch nicht mehr bewegt. Nee. Gut entspannt ist er. Da hat sich ein bisschen was formiert. Er steht da auch schon seit 100 Jahren rum. Your will, my lord. Na los, Enz, ihr werdet es reißen. Ah. Greift Karas Galadron an, Enz. Alatake. Alatake. Die habe ich schon.